Lernen wir doch mit einer guten Einstellung zu warten. Lernen wir, uns auf dem Weg zum Ziel unseres Lebens zu freuen. Ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte, aber Gott sei Dank auch nicht mehr dort, wo ich einmal war. Und ich freue mich da, wo ich gerade bin. Gott bietet den Menschen so vieles an, aber sie wollen keine schweren Zeiten durchstehen, um es zu bekommen. Die Bibel ist voller Menschen, die schreckliche Dinge durchmachten. Josefs Brüder verkauften ihn als Sklaven. Ihrem Vater erzählten sie, er sei von einem wilden Tier getötet worden. Er musste eine Entscheidung treffen. Er hätte leicht bitter werden können, aber er beschloss, dass ihn seine Situation besser machen würde. Josef begann in der Grube und endete im Palast, oder? Und Gott hat denselben Plan für euer Leben. Diese Zeit muss für Josef hart gewesen sein. 13 Jahre Gefängnis für etwas, das er nicht getan hatte. Er wollte rechtschaffen sein, traf eine richtige Entscheidung und wurde bestraft. Wenn man versucht, für Gott zu leben und das Richtige zu tun, ist das sehr hart. Vielleicht trefft ihr an eurem Arbeitsplatz die Entscheidung, keine Kompromisse einzugehen und werde deshalb entlassen. Ihr sagt, was ist das? Ich habe mich dafür entschieden, das Richtige zu tun und jetzt werde ich dafür bestraft. Haltet einfach weiter daran fest. Lenkt eure Gedanken und euren Mund weiterhin in die richtige Richtung. Lebt weiterhin in der Liebe. Und Gott gibt euch einen neuen Job, der zweimal so gut ist. Oder ihr könnt Kompromisse eingehen, um den jetzigen Job zu behalten und dann zuzusehen, wie der Teufel euch alles stiehlt, was ihr habt. Ich versuche es, Bruder. Ich arbeite daran. Abraham war ein Mann mit großen Möglichkeiten, aber Gott sagte ihm, dass mit diesen Möglichkeiten auch Widerstand kommen würde. Lasst uns 1. Mose 12 anschauen. Ich versuche euch dazu zu bringen, heute eine Entscheidung zu treffen und nicht mehr davon abzuweichen. Ich gehe nicht unter, ich werde das überwinden. Ich lasse mich nicht in die Knie zwingen, ich stehe das durch. Ich kann mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, in der mich niemand liebte. Aber Gott hat mir alles zurückerstattet. Habe ich recht? Das ist eines der erstaunlichsten Dinge in meinem ganzen Leben. Ich weiß noch, wie verloren und einsam ich mich fühlte. Dieser Schmerz in meiner Seele war einfach schrecklich. Und als ich beschloss, der Bestimmung Gottes für mein Leben zu folgen, verloren wir alle unsere Freunde. Uns wurde nahegelegt, unsere Kirche zu verlassen. Frauen taten so etwas nicht. Ich hatte keine formale Ausbildung. Was glaubst du, wer du bist? Aber ich spürte einfach, dass Gott mich aufforderte, das zu tun. Und ich wollte seiner Aufforderung nachkommen. Ich versuchte, das Richtige zu tun, aber dadurch wurden meine Umstände immer schlechter. Oh, aber ich bin immer noch hier. Das ist mein größtes Zeugnis. Ich bin immer noch hier. Und wenn ihr nichts anderes sagen könnt, dann sagt euch jeden Tag, ich bin immer noch hier und ich werde auch morgen und übermorgen und überübermorgen noch hier sein, denn ich werde den Teufel überdauern. Und wenn Gott irgendjemanden segnen kann, dann kann er auch mich segnen. Erster Mose 12, die Verse 1 und 2. Und der Herr sprach zu Abram. Nicht alles, was Gott uns sagt, ist bequem. Geh zu deinem eigenen Vorteil aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Was ist denn das nun? Ich soll meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause verlassen? Und das soll zu meinem eigenen Vorteil sein? Nun wisst ihr warum? Wenn ihr den geschichtlichen Hintergrund studiert, seht ihr, dass die Leute um ihn herum Götzen anbeteten. Manchmal muss Gott uns von schlechten Einflüssen in unserem Leben trennen.
Oft denken wir dann, er wolle uns verletzen, aber in Wirklichkeit dient es unserem Vorteil. Aber es ist nicht leicht, etwas zu verlassen, wenn man nicht weiß, wo man hingeht. Habt ihr gehört, es ist nicht einfach, etwas zu verlassen, wenn man keine Ahnung hat, wo man hingeht? Und er sagte, lass diesen Ort hinter dir. Und wenn du das getan hast, werde ich dir zeigen, wo du hingehen sollst. Oh Leute, es gibt nicht viele Menschen, die das getan hätten. Gott suchte nach einem Mann, mit dem er einen Bund schließen konnte. Und durch den Samen, den Abraham ausgesät hat, sind wir jetzt alle gesegnet. Alle, die diesen Glauben haben. Abraham wurde als rechtschaffender Mann angesehen, weil er Gott vertraute und seinen Glauben auf ihn setzte. Zuerst fordert Gott ihn also heraus. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen und dir immer größere Gunst schenken, und ich will deinen Namen groß und berühmt machen, und du sollst ein Segen sein, indem du anderen Gutes tust, und ich will segnen, die dich segnen. Seid bereit zu tun, worum Gott euch bittet. Bringt jedes Opfer, das er von euch fordert, und seht, wie Gott euch dafür belohnt. Manche von euch stecken gerade in einer harten Zeit und brauchen diese Botschaft. Ihr solltet an die Belohnung denken, die bereits auf dem Weg zu euch ist. Ihr dürft nur nicht aufgeben. Sie ist bereits unterwegs. Vielleicht bekommt ihr sie morgen, vielleicht heute Abend, vielleicht übermorgen oder in einem Jahr. Vielleicht auch in 5 Jahren, aber ihr solltet für euch die Entscheidung treffen, wann immer sie kommt. Ich werde warten. Ich gebe nicht auf. Meine Wiederherstellung geschah nicht über Nacht. Sie dauerte eine lange Zeit, aber ich machte auf dem ganzen Weg Fortschritte. Und ich kann euch sagen, 5 Jahre lang glaubte ich, ein wirklich starkes Leben mit Gott zu führen. Heute weiß ich, dass es überhaupt nicht stark war, aber es war immer noch besser als alles, was ich davor getan hatte. Nach 5 Jahren fühlte ich mich, als hätte ich so gut wie gar keine Fortschritte gemacht. Manchmal fühlen wir uns so. Wenn das Durcheinander in unserem Leben und in unserer Seele groß ist, fragen wir uns, werde ich mich je verändern? Werden sich meine Umstände je ändern? Aber die Wahrheit ist, dass sie bereits dabei sind, sich zu ändern. Solange ihr glaubt, wirkt Gott in euch und ihr werdet einen Lohn bekommen. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Ihr solltet inmitten eures Schmerzes den Entschluss fassen, ich werde nicht aufgeben, ich werde das ertragen, ich werde es durchstehen, ich werde den Teufel überdauern, denn am Ende wartet ein Lohn auf mich. Gott belohnt alle, die ihn eifrig suchen. Kommt schon, ich will ein Lächeln auf eurem Gesicht. Viele von euch fühlen sich, als wären sie unsichtbar. Ihr versucht, das Richtige zu tun, aber niemand sieht euch. Niemand nimmt euch zur Kenntnis, niemand schätzt euch. Aber hört nicht auf zu tun, was richtig ist, nur weil es niemand zur Kenntnis nimmt und schätzt. Im Matthäus-Evangelium heißt es, der Herr wird uns für das, was wir im Verborgenen für ihn tun, öffentlich vergelten. Wenn ihr Anerkennung braucht, sucht sie bei Gott. Lasst Gott öffentlich seine Anerkennung für euch aussprechen, statt sie bei Menschen zu suchen. Habe ich recht? Lebt gerecht vor Gott. Tut nicht nur, was richtig ist, weil euch jemand zusieht. Tut es immer. Das gilt auch für eure Arbeit. Ihr solltet nicht nur das Richtige tun, wenn der Chef gerade im Raum ist und ansonsten den ganzen Tag im Internet herumspielen und 50 private Anrufe tätigen. Warum sind wir so dumm? Gott sieht alles. Er ist immer und überall. Ihm entgeht nichts. Wir sollten lernen, in Gottes Gegenwart zu leben und immer, jeden Tag zu tun, was richtig ist, weil wir ihn lieben. Und wenn ihr Fehler macht, gesteht sie ein und bittet Gott um Vergebung, schüttelt
alle Schuld und Verdammnis ab und drängt weiter vorwärts, tut weiter, was richtig ist. Doing what's right. Doing what's right. In 1. Petrus 3, Vers 9 heißt es, wir sollen Böses nicht mit Bösem vergelten, damit wir Segen erben. Das bedeutet, wenn ihr gut zu jemandem seid, der euch schlecht behandelt hat, wird Gott euch zur rechten Zeit dafür belohnen. Halleluja! Wenn euch jemand verletzt, betet für ihn und weigert euch, über ihn zu tratschen. Wie schwer ist es, nicht über jemanden zu tratschen, der uns verletzt hat? Das ist sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn wir andere sagen hören, wie großartig er ist. Das ist hart für unser altes Ich und wir sagen, aber ihr wisst nicht, was er mir angetan hat. Und in dem Moment verlieren wir unseren Segen. Wir tauschen dieses Hochgefühl, das unser altes Ich kurzfristig befriedigt, gegen den Lohn Gottes ein. Seid keine Spieler, seid Investoren. Ihr fragt, wovon redest du? Nun, viele Menschen treffen eine falsche Wahl und hoffen dann, dass sie damit davonkommen. Aber ein Investor tut, was richtig ist, auch wenn das manchmal bedeutet, dass er etwas abstoßen muss. Nur so wird seine Investition letztendlich einen Ertrag abwerfen. Wenn ihr lange genug tut, was richtig ist, werdet ihr ein richtiges Ergebnis erzielen. Wer von euch ist ein kleines bisschen ungeduldig? Nun, das sind alle. Wunderbar. Wisst ihr was? Ihr könnt genauso gut lernen, mit einer guten Einstellung zu warten, denn ihr werdet in eurem Leben mehr Zeit mit Warten verbringen als mit irgendetwas anderem. Worauf immer ihr wartet, wird letztendlich passieren. Es wird geschehen und für eine kurze Zeit werdet ihr damit glücklich sein und dann wird es etwas Neues am Horizont geben und ihr werdet wieder in Wartestellung gehen. Habe ich recht? Ja, natürlich. Deshalb solltet ihr lernen, mit einer guten Einstellung zu warten, euch auf dem Weg zum Ziel eures Lebens zu freuen. Halleluja! Ich bin noch nicht da, wo ich sein sollte, aber Gott sei Dank auch nicht mehr dort, wo ich einmal war. Und ich freue mich da, wo ich gerade bin. Ja, freut euch des Lebens auf dem Weg zum Ziel. Wie schwer wird dieses Leben werden, Joyce? Ich will wissen, welchen Preis ich dafür bezahlen muss. Das hört sich alles gut an und dein Vortrag ist heute wirklich wunderbar. Aber ich muss das wissen, wie lange wird es dauern? Was wird es mich kosten? Nun, ich sage es euch, es wird euch mehr kosten, als ihr glaubt, bezahlen zu können. Es wird länger dauern, als ihr glaubt, aushalten zu können. Und es wird euch mehr verletzen, als ihr glaubt, ertragen zu können. Naja, sagt ihr. Aber am Ende werdet ihr sehen, dass es das alles wert war. Ihr werdet euren Lohn bekommen, ihr werdet frei sein und Fortschritte machen und ihr werdet stolz auf euch sein, weil ihr nicht aufgegeben habt. Ihr habt weiter vorwärts gedrängt. Seid bereit, den Preis zu zahlen. Seid bereit, den Preis zu bezahlen. Bitte. In der Bibel gibt es einige Stellen, an denen Paulus sagt, ich bitte euch. Das kommt mir gerade in den Sinn. Ich bitte euch. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe die Reise bereits hinter mir. Seid nicht wie die Millionen Menschen, die irgendwo in der Mitte zwischen zwei Orten leben. Ihr könnt nicht dorthin zurückgehen, wo ihr hergekommen seid. Dafür habt ihr viel zu viel von Gott bekommen. Aber ihr wollt den Preis nicht bezahlen, um genug von Gott zu bekommen, damit ihr vorwärts gehen und Erfolg haben könnt. Kommt schon. Wir wollen immer, dass alles einfach ist, aber Gott macht uns nicht alles einfach. Auch wenn er uns bei schwierigen Dingen hilft, wenn wir auf ihn vertrauen. Wenn ihr nur jeden Tag eine halbe Stunde mit Gott verbringt, werdet ihr überrascht sein, wie viel einfacher euer Tag verläuft.
Oh, aber nein, wir sind zu sehr in Eile. Wir müssen all diese Dinge tun, die wir für wichtig halten, und wir müssen rechtzeitig zur Arbeit kommen, um mit unseren Freunden zu tratschen. Eine halbe Stunde am Tag mit Gott. Sie wird auf 45 Minuten anwachsen, dann auf eine Stunde und schließlich werdet ihr 2 Stunden brauchen. Es wird keine Last für euch sein. Irgendwann werdet ihr sogar enttäuscht sein, wenn ihr etwas anderes tun müsst. Trefft eine Entscheidung und bleibt dabei. Lasst uns jetzt einige bestimmte Arten von Schmerz ansehen, die wir durchstehen müssen. Die Liste ist im Grunde endlos, aber ich will euch ein paar Dinge dazu sagen. Wie ist es beispielsweise mit dem Schmerz, die Ablehnung verursacht? Wurdet ihr schon einmal abgelehnt und erinnert euch noch daran, wie schmerzhaft das war? Aber die gute Nachricht ist, dass Gott euch nie ablehnt. Alle, die an ihn glauben, werden nie in Verdammnis geraten. Er wird sie nie ablehnen. Wir sind begnadigt in dem Geliebten. Alle, die zu ihm kommen, nimmt er an. Ich fühlte mich als Kind total abgelehnt. Ich wurde misshandelt und missbraucht. Deshalb fühlte ich mich immer anders als alle anderen. Aufgrund dessen, was bei mir zu Hause vor sich ging, konnte ich keine Freundschaften schließen. Und so war ich in der Schule sehr einsam und fühlte mich abgelehnt. Mein Vater erlaubte mir weder zu Ballspielen noch auf Partys oder Geburtstagsfeiern zu gehen. Er war einfach gemein. Ich durfte überhaupt nichts tun und so fühlte ich mich wie ein Sonderling, der anders war als alle anderen. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Wer von euch wurde irgendwie missbraucht? Geistig, körperlich, sexuell, emotional. Das sind viele Menschen für einen Raum. Der Teufel will, dass ihr euer ganzes Leben lang zerbrochen bleibt, dass ihr völlig durcheinander seid, nach euren Emotionen lebt und außerstande seid, normale Beziehungen zu führen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es genießt. Ich bin gekommen, um euch Schönheit statt Asche zu geben. Ich gebe euch eine zweifache Wiedergutmachung. Ich bin gekommen, um Gerechtigkeit in euer Leben zu bringen. Aber ich kann euch sagen, dass das auch von euch einige Anstrengung erfordert. Ihr könnt herumsitzen und nur verletzt und verbittert sein. Oder ihr könnt sagen, ich beiße mich da durch. Wie ihr wisst, hat Jesus die Jünger ausgesandt. Das finden wir in den Evangelien von Matthäus und Lukas. Ich glaube, das steht jeweils in Kapitel 10. Er sandte die Jünger zu zweit aus, um die Kranken zu heilen, Dämonen auszutreiben und das Evangelium zu verkünden. Und er sagte, geht in die Städte, sucht euch ein Haus aus und sagt, Friede sei mit euch. Und wenn euer Friede darauf ruht, dann bleibt dort. Verkündet das Evangelium in dieser Stadt, aber wenn die Menschen euch ablehnen und euch nicht zuhören, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht in die nächste Stadt. Das gefällt mir. Einige von euch sollten heute den Staub von euren Füßen schütteln. Denn es mag 10 Leute geben, die euch nicht mögen. Aber die ganze Welt ist voller Menschen, die Gott dazu bewegen kann, euch zu mögen. Ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Es gibt eine Zeit in meinem Leben, in der ich mich sehr einsam fühlte. Niemand liebte mich und ich schätze es, dass ihr mich liebt und dass ich das Wort Gottes mit euch teilen kann. Ich weiß, dass das Gottes Lohn in meinem Leben ist. Es gab Zeiten, in denen ich schrecklich litt. Ich weiß noch, wie ich mich eines Tages in meinem Büro auf den Boden legte und mich an den Tischbeinen festhielt, damit ich nicht vor Gott weglief. Der Schmerz in meiner Seele war so groß. Ich versuchte, vorwärts zu gehen und zu tun, was Gott wollte. Aber was mir extrem schwer fiel, war, mich Dave unterzuordnen. Ich war einfach nicht mehr bereit, mich von einem Mann herumstoßen und mir sagen zu lassen, was ich zu tun hatte. Weil mich bisher alle Männer in meinem Leben missbraucht hatten. Aber Gott hatte andere Vorstellungen. Ich wollte tun, was Gott wollte, aber mein altes Ich bekam vor Wut einen Schreikrampf. Alles in mir wollte sagen, vergiss es, das mache ich nicht. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Boden lag, mich an den Tischbeinen festhielt und sagte, hilf mir, Gott, hilf mir, Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich bin immer noch da. Es
Es wäre unsinnig, wenn ich hier stünde und euch erzählen würde, dass es einfach war, von da, wo ich herkam, dorthin zu gelangen, wo ich jetzt bin. Eines Tages ließ ich in der Kirche für mich beten. Preis den Herrn. Uhu. Lass dich auf der Wolke der Herrlichkeit treiben. Sing Halleluja. Oh nein. Oh meine Güte. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schlimm das manchmal war. Aber heute weiß ich, dass es das alles wert war. Bitte versteht das. Es war all die Mühe wert. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als die Vorstellung, dass ich noch so sein könnte, wie ich früher war. Heute muss ich nicht mehr immer meinen Willen bekommen, um glücklich zu sein. Das ist Freiheit. Habt ihr mich gehört? Wenn mich jemand verletzt, muss ich nicht ärgerlich auf ihn bleiben. Das ist Freiheit. Wenn mich jemand nicht mag, kann ich das abschütteln. Ich denke nur, du verpasst eine gute Gelegenheit. Ihr fragt, aber ist das nicht ein bisschen hochmütig? Nein, ich weiß, wer ich in Christus bin. Das ist eine Tatsache, dass 10% der Menschen euch nicht mögen. Und wenn ihr zu meinen 10% gehört, kann ich auch nichts daran ändern. Wisst ihr, was Jesus den Jüngern sagte? Wenn sie euch ablehnen, lehnen sie auch mich ab, denn ich habe euch gesandt. Und wenn sie mich ablehnen, lehnen sie denjenigen ab, der mich gesandt hat. Das bedeutet also, wenn ihr ein aufrichtiges Leben führt und versucht, jemandem ein guter Freund zu sein, und er euch ablehnt, lehnt er tatsächlich Gott in eurem Leben ab. Als mir nahegelegt wurde, meine Kirche zu verlassen, weil ich versuchte, Gottes Willen zu tun, verletzte mich das. Aber wisst ihr was? Ich glaube zu sehen, dass Christen jemanden so behandeln, der nichts weiter tun will, als der Bestimmung Gottes für sein Leben zu folgen, hat das Herz Gottes noch viel mehr verletzt als mich. Es ist manchmal wirklich schrecklich, was wir anderen antun. Warum lässt Gott zu, dass so etwas passiert? Er kann doch alles tun, was er will, oder? Auch Jesus stieß auf Ablehnung, er wurde verraten. Die Leute erzählten Lügen über ihn, aber er hielt seinen Blick auf den Preis gerichtet. All diese Dinge wurden vom Teufel inszeniert. Er will uns davon abbringen, zu tun, wozu Gott uns gerufen hat. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass er das auch bei euch versucht? Hilft das heute irgendjemandem? Ermutigt euch das. Lasst uns noch kurz darüber sprechen, was passiert, wenn uns jemand im Stich lässt. Ihr wisst schon viel von meinem Leben, aber es gibt Dinge, die ihr noch nicht wisst. Als ich 18 war, heiratete ich den erstbesten Kerl, der mir über den Weg lief, weil ich aufgrund dessen, was mein Vater mir angetan hatte, glaubte, dass mich sonst keiner haben wollte. Es ist erstaunlich, wozu die Furcht uns treiben kann. Der Mann, den ich heiratete, war 19 und hatte noch weniger Grips als ich. Es passiert sehr oft, dass ein verletzter Mensch einen anderen verletzten Menschen heiratet und dann verletzen sie sich gegenseitig und alles wird noch schlimmer. Er war ein Dieb. Er stellte ungedeckte Schecks aus und stahl alles, was er in die Finger bekam. Aber er sah gut aus und sagte, dass er mich liebte, obwohl er nicht danach handelte. Eines Nachts wachte ich auf, weil er versuchte, mir meinen Ehering vom Finger zu stehlen, damit er ihn verkaufen konnte. Als wir heirateten, arbeitete er als Autoverkäufer. Jemand fragte ihn und einen seiner Freunde, ob sie ein paar Autos nach New Mexico fahren wollten, um sie dort zu verkaufen. Er sagte zu und nahm mich mit. Nach 30 Tagen verschwand er plötzlich spurlos und ließ mich einfach in Albuquerque, New Mexico, sitzen. Später kehrte ich dorthin zurück, um einen Vortrag zu halten, wie um zu sagen, ich bin immer noch da. Er ließ mich in einem Motelzimmer sitzen. Ich hatte nicht einmal genug Geld, um nach Hause zu fahren. Ich musste alles zurücklassen, was ich besaß, und mir von jemandem $75 borgen, damit ich mit dem Bus nach Hause fahren konnte. Ich nahm ihn jedes Mal wieder zurück. Jedes Mal. Er sagte immer, oh, es tut mir so leid, ich liebe dich. Und ich nahm ihn zurück. Oh, es tut mir so leid, ich liebe dich. Ich nahm ihn zurück.
Und dann tat er dasselbe wieder und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich von der Arbeit nach Hause kam und feststellte, dass er nicht da war. Dann sah ich ihn oft 2 oder 3 Monate lang nicht und dann kam er und sagte, oh, ich liebe dich, es tut mir so leid. Vielleicht fragt ihr euch, warum warst du so dumm? Weil ich einsam war und mich noch nie jemand gewollt hatte. Es hatte mich noch nie jemand geliebt und ich glaubte, dass sogar diese erbärmliche, kranke Liebe besser wäre als gar nichts. Und dann nahm er mich mit nach Oakland in Kalifornien und verschwand wieder. Ich war auch schon in Oakland und habe dort Veranstaltungen abgehalten. Amen, Halleluja. Nur falls du dich wunderst, Teufel, ich bin zurück. Aber jetzt bin ich in besserer Form als damals in der ersten Runde. Ich sitze nicht mehr weinend im Hotelzimmer. Nun kommt schon, gebt nicht auf. Lasst euch nicht vom Teufel in das erbärmliche Durcheinander hineinziehen, das er für euch vorbereitet hat. Sagt, ich schaffe das, ich stehe das durch. Gott hat einen Lohn für mich. Er wird mir eine zweifache Wiedergutmachung geben. Halleluja! Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie müssen nicht zulassen, dass Ihre Gefühle Ihre Zukunft bestimmen. Gott hat einen guten Plan für Sie und er hält einen Lohn für Sie bereit. Bitten Sie ihn, dass er Ihnen hilft, alle Gefühle, die Ihnen etwas anderes sagen, hinter sich zu lassen. Wie Sie sehen, halte ich Zwillinge auf dem Arm. Sie sind 1 Monat alt, aber stark unterernährt. Mir wurde gesagt, dass es Hoffnung für sie gibt, aber dafür müssen wir zunächst einmal die Mutter gesund ernähren, damit sie ihre Babys stillen und versorgen kann. Gestern hatten wir ein anderes Zwillingspaar hier, von denen eines leider aufgrund von Unterernährung starb. Aber mit ihrer Hilfe können wir diese beiden retten. Sie sind einfach süß. Aber sie sind so winzig, so winzig. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, eine positive Veränderung im Leben der Menschen hier in Äthiopien zu bewirken. Oh. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Finden Sie es heraus. In kurzen Andachten gibt Joyce Meyer einen Gedankenanstoß pro Tag mit einem passenden Bibelvers dazu. Bestellen Sie Der richtige Start in den Tag jetzt unter 040 88 88 411 11 oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de.